Wir sind heute im County Treff in Thorn in Holland und wir haben ein Gespräch mit Dieter und Ulla von die Texas Line Dancers aus Lieberküsse. Guten Tag Dieter und Ulla. Hi. Hallo. wie ist das so gekommen, dass du bist kein Line Dancer? Ja, das ist lange her, ne? Das ist lange her. Oh Mann, wo fange ich da an? Ich denke mal, wir haben in Sauerland, ja klar. In Sauerland haben wir die Tom Terra getroffen. Die kannten wir damals mit dem Namen noch nicht, aber wir haben das Tanzen gesehen und haben gesagt, das möchten wir auch lernen. Und so kam in Verbindung und so hat sich das Ganze entwickelt. Okay. Und jetzt ist das 10 Jahre gelesen. Und jetzt hast du ein Jubiläum für eine Benefit-Veranstaltung. Für einen Zweck ist das? Wir werden diese Veranstaltung machen, nicht nur, weil wir Jubiläum haben, sondern wir werden da gleichzeitig eine Benefizveranstaltung rausmachen. Mhm. Und zwar für dieses Jugendhaus Lindorf, wo wir immer trainieren dürfen. Ja. Und da ja die Staatskassen, sage ich mal, ein bisschen leer sind, müssen wir dann diese Jugendarbeit für dieses Jugendhaus Lindorf ein bisschen unterstützen, damit wieder neues Material gekauft werden kann. Sprich Bälle, Tischtennis und so weiter und so fort. Okay. Und welche Artisten kommen da? Ja, wir haben wie bei der letzten Veranstaltung auch die Leather Rockers, die werden natürlich wieder so richtig Gas geben. Wir haben Jesse Tyler Band da, wir haben Jaron Welch da aus den Niederlanden, wir haben Emily Bennett da, Jody. Mhm. Und ich denke mal, das ist ein sehr gutes Programm. Und können auch Gäste von Fern kommen mit einem Wohnwagen oder wie geht das? Ja, also wir haben, wenn überhaupt, also das müssen wir dann noch abklären, wenn dann nur ganz begrenzt, also nicht so wie jetzt hier, wo wir 100 Wohnwagen hinstellen können. Wir hatten schon mal Wohnwagen aus Holland da gehabt, und zwar die Texas Line Dancer zu unserer Veranstaltung. Da hat das gut funktioniert, aber das müssen wir dann abklären und wenn überhaupt, dann nicht in großer Stückzahl. Okay. Ja, und was ist die Eintritt? 10 Euro. Okay, und die Zeit? Und? Ja, 17 Uhr ist Einlass, 18 Uhr beginnen wir. Ja, und Ende ist offen. Am 8. Januar 2011. Ja, genau. Okay, dann danke ich euch für dieses Gespräch. Ja, gern geschehen. Ich hoffe, dass... Mein Deutsch war doch immer besser, ne? Ich hab nicht verstanden.